Eines Abends schickte der Digicontroller Mavis in den Rangierbahnhof. Thomas wartete dort auch schon. Hallo Mavis, also wir beide müssen jetzt einen Güterzug zusammenstellen, den du und Ben dann zu Edward bringt. Na, dann fangen wir auch gleich mal an, sagte Mavis und sie machte sich ans Rangieren. Sie schob Güterwagen, Boxwagen und Tanker zusammen. Doch dann, halt Mavis, sagte Thomas, du machst das ganz falsch, erst Güterwagen, dann Tanker und dann Boxwagen. Mavis war ziemlich sicher, dass Thomas das nur ausgedacht hatte, um sie ein wenig zu ärgern. Aber Mavis ließ sich davon nichts sagen und machte einfach weiter. Na, ich zeig dir mal, wie das geht, sagte Thomas und fuhr dorthin. So, die Güterwagen nehme ich. Weichen. Weichen. So, auf die Tanker. Siehst du, so geht das, Mavis. Und jetzt machst du's mal. Na gut, wenn du eine Ruhe gibst, meinte Mavis und machte sich weiter ans Rangieren. Jetzt rangierst du viel zu wenig Waggons, Mavis, so kam sie wieder auf. Aber dann sprach Mavis mit ihm. Sag mal, Thomas, was soll denn das? Warum ziehst du mich so sehr auf, echt mal? Ich mach das alles einfach so, wie ich es am besten mache. Naja, das ist halt meine Art. Eine freche kleine Rangierlokomotive. Mach einfach weiter. Freche Rangierlokomotiven, sagte Mavis. Sie machte weiter. Der Zug war fast schon fertig zusammengestellt. Und dann rangierte Mavis den letzten Waggon an. Ich habe jetzt Feierabend. Jetzt warte hier auf Ben und bring den Zug zu Edward. Bis morgen, Mavis, sagte Thomas und fuhr davon. Mavis war froh, Thomas los zu sein, aber gleich würde Ben kommen, eine weitere Rangierlokomotive, und sie hatte wirklich keine Lust, sich noch mehr von einer anderen Rangierlokomotive sagen zu lassen. Bald schon kam Ben auch an. Da ist also der Zug. Oh, hallo Mavis. Also ich setze mich jetzt mal an die Spitze und dann, wenn ich, fahre ich ein Stück voraus und dann koppelst du dich einfach an hinten an als Schiebelok. Also zog Ben an den Zug. Und setzte sich schon mal in Bewegung. So, Mavis, jetzt kannst du auch kommen. Ich spüre dich noch nicht. Du musst wohl ein bisschen schneller fahren, Mavis. Mavis unterhielt sich nicht mit Ben. Es fielen keine Worte. Ja, und wie ist die Arbeit so gelaufen, Mavis? Na gut, daneben nicht. Bald schon hatten sie den Zug Edward gebracht. Gute Arbeit heute, Mavis. Wir sehen uns dann morgen. Mavis wollte es nicht glauben, aber sie schien Ben wirklich nett zu finden. Am nächsten Morgen besuchte sie ihn. Ben, ich habe da mal eine Frage. Du und Thomas, ihr seid ja beide Rangierlokomotiven, richtig? Korrekt. Aber wie kann es dann sein, dass ihr beide so verschieden seid? Ich meine, Thomas ist ziemlich unverschämt und du bist so nett. Ja, nur weil wir beides Rangierlokomotive sind, heißt das ja nicht, dass wir komplett gleich sind. Du erzählst ja auch keine Geschichten wie Salty oder bist hinterlistig wie Diesel. Stimmt. Ja, dann arbeiten wir heute mal wieder zusammen, oder? Die beiden fuhren nun gemeinsam zur Arbeit. Mavis macht nun nie wieder Vorurteile gegenüber Rangierlokomotiven. Auch Thomas kann manchmal ziemlich freundlich sein, aber meistens ist er doch schon eher frech. Und manchmal macht Ben da auch mit. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.